Rettungsaktion an und für sich ist für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, das hätte jedes andere auch gemacht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier ans Wasser komme, natürlich denkt man an das Ereignis zurück. Dass Derna Niedermann bei der Rettungsaktion selber konnte ums Leben kommen, ist der Rentnerin erst im Nachhinein bewusst worden. Ich habe einfach gesehen und gehört, dass vier Frauen schreien und zwei am Vertrinken sind. Und bin einfach reingesprungen, ohne etwas zu überlegen. Während dem Überlebenskampf im reissenden Fluss ist sie selber mehrmals unter Wasser getunkt worden. Trotzdem hat es die gebürtige Flo Wielerin irgendwie geschafft, die beiden Asylbewerberinnen und sich selber in Sicherheit zu bringen. Ich bin dann als Letzte zum Wasser raus und bin einfach richtig müde und erschöpft im Moment. Wir müssen mal ein bisschen tief durchschnaufen. Und nachher bin ich dann schauen. Die eine Frau die ist dann kurz bewusstlos gewesen, haben wir sie hier im Kiesbett auf eine Decke angebettet. Und als ich dann gesehen habe, dass diesen zwei Frauen gut geht, hat mich eine grosse Dankbarkeit ist in mir aufgekommen. Unglaublich dankbar sind auch die beiden jungen Frauen gewesen. Dana Niedermann hat im Nachhinein bei einem Treffen einen Blumenstrauß und eine selber gemachte Dankeskarte bekommen. Rückblickend würde die 70-Jährige nichts anders machen. Ich würde das sicher wieder machen. Ich denke, man kann ja nicht einfach zuschauen, wie zwei junge Frauen vertrinken. Ich würde sicher wieder mindestens versuchen, ja. Als Gewinnerin vom Prix Courage hat Dana Niedermann 15'000 Franken bekommen. Was sie als erstes mit dem Geld wird machen, ist für sie gar keine Frage. Als erstes wäre ich mal sicher im Zentrum für Asylsuchende nach dieser Fiori fragen und ob sie auch eine warme Jacke und einen Pullover hat jetzt im Winter. Schon letztes Jahr war der Sieger vom Prix Courage ein Ostschweizer. Und auch dieses Jahr sind 4 von 6 Nominierten aus dem Top-Sendegebiet.